Seien ABC die drei reellen Wurzeln des Polynoms x hoch 3 minus 3x² minus 19x plus 1. Frage: Wie viel beträgt 1 auf a plus 1 auf b plus 1 auf c? Wir suchen also die Summe dieser drei Brüche. Dazu machen wir die drei Brüche gleichnamig. Das heißt, hier multiplizieren wir unten und oben mit b mal c. Hier multiplizieren wir unten und oben mit a mal c. Und hier multiplizieren wir unten und oben mit a mal b. So ergibt sich dieser Bruch. Jetzt analysieren wir die Tatsache, dass a, b und c drei Wurzeln von diesem Polynom sind. Das bedeutet, dass man dieses Polynom auch so schreiben kann. So sehen wir ganz deutlich, dass a Wurzel ist, b Wurzel ist und c Wurzel ist. Wir werden jetzt das Produkt dieser zwei Klammern ausrechnen, doppelte Distributivität. Und jetzt verteilen wir noch auf diese Klammer das x und das minus a. Somit haben wir dieses Polynom, in dem wir die gleichen Potenzen zusammensetzen. Und somit ergibt sich also dieses Polynom. Das angegebene Polynom ist also gleich zu diesem Polynom. Und das bedeutet, dass die Vorzahlen der jeweiligen gleichen Potenzen gleich sein müssen. Also die Vorzahl von x hoch 3, das ist 1, das muss die Vorzahl von x hoch 3 sein. Ja, natürlich, 1 ist gleich 1. Die Vorzahlen von x² müssen gleich sein. Die Vorzahlen von x ebenfalls. Und wenn wir uns die Vorzahl von x hier genauestens betrachten, so sehen wir, das ist genau die Summe, die hier als Zähler steht. Also, diese Summe muss gleich minus 19 sein und die zwei unabhängigen Termen müssen ebenfalls gleich sein, woraus wir schließen, dass minus abc gleich 1 sein muss oder auch abc gleich minus 1 und abc ist genau dieses Produkt im Nenner. Also können wir den Zähler durch minus 19 ersetzen und den Nenner durch minus 1. Die Endantwort ist also 19. Und da 19 bei a steht, ist a die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade bearbeiten.